In den letzten Tagen des zurückliegenden Jahres berichteten wir über einen Social-Media-Post von Vin Diesel. Auf diesem sind er und seine Schauspielkollegin Jordana Brewster zu sehen. Besonders interessant war jedoch die Caption. Diese stellte einen Trailer in den kommenden 2 Monaten in Aussicht. Schon in den damaligen News spekulierten wir, dass somit ein Spot beim Super Bowl sehr wahrscheinlich ist, und wie wir nun erfahren haben, lagen wir gar nicht mal so falsch. Das Filmmagazin Collider berichtete exklusiv, dass ein erster 3-minütiger Trailer am 10. Februar 2023 erscheinen wird, also kurz vor dem Super Bowl. Beim größten TV-Ereignis des Jahres wird dann 2 Tage später noch ein zusätzlicher Clip gezeigt. Man darf sich also streng genommen auf gleich 2 Fast and Furious 10 Videos innerhalb kürzester Zeit freuen. Der vorletzte Ableger der knapp 22 Jahre alten Filmreihe wird dann am 18. Mai 2023 in den Kinos starten und somit das große Finale Fast and Furious 11 einleiten. Wieder mit dabei sind die bekannten Gesichter des Franchise, darunter Vin Diesel, Michelle Rodriguez und Ludacris, sowie die Neuzugänge Jason Momoa, Rita Moreno und Brie Larson.